Hallo alle miteinander. Heute machen wir riesige Makarons und Mochi. Lasst uns anfangen. Um Makaronhälften zu machen, braucht ihr 40 Eier. 1 Liter Eiweiß, um genau zu sein. Trennt das Eigelb und Eiweiß. Ihr braucht jeweils 3 Schalen mit Eiweiß. Später werden wir es färben. Lasst uns jetzt Zitronen-Limettenquark zubereiten. Dafür braucht ihr 5 Zitronen und die gleiche Menge an Limetten. Reibt dann die Schale. Drückt dann den Saft aus. Mischt die geriebene Schale mit dem Saft und 40 Gramm Maisstärke. Rührt es um. Kocht es bei mittlerer Hitze und fügt Zucker hinzu. Wartet, bis es sich aufgelöst hat. Stellt die maximale Temperatur ein und gebt 10 Eier hinzu. Rührt es weiter, bis es dicker wird. Nehmt es dann vom Herd und fügt Butter hinzu. Sie sollte weich sein. Sobald die Butter vollständig geschmolzen ist, könnt ihr es mit Plastikfolie bedecken und kühlt es einige Stunden lang. Für die nächste Füllung mischen wir Frischkäse mit Zucker. Fügt Schlagsahne hinzu und rührt es um. Stellt es dann in den Kühlschrank. Für die dritte Füllung schmelzen wir 1 Kilo dunkle Schokolade. Rührt es um, bis sie vollständig aufgelöst ist. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, könnt ihr den Herd abschalten und fügt dann Butter hinzu. Lasst es dann abkühlen. Alle 3 Füllungen sind fertig. Kehren wir zu unseren Makaronhälften zurück. Siebt Mandelmehl und vermischt es mit Puderzucker. Mixt dann Eiweiß mit maximaler Geschwindigkeit, bis es schön cremig wird. Gebt dann etwas Maissirup hinzu und mixt es weiter. Die Temperatur des Sirups muss mindestens 21 Grad betragen. Mixt es weiter und fügt Lebensmittelfarbe hinzu. Gebt dann das geschlagene Eiweiß zu den trockenen Zutaten hinzu. Auf diese Weise machen wir 3 Farben. Wir haben grün, lila und blau gemacht. Bereitet dann Teller mit Backpapier vor. Wir werden die Mischung aus einem Spritzbeutel drücken. Gebt die Mischung hinein. Drückt es dann heraus und verteilt es auf dem Teller. Schüttet es leicht, um es gleichmäßig zu verteilen. Gebt es dann 25 Minuten lang bei 180 Grad in den Ofen. Lasst es uns zusammenbauen. Wir machen den blauen Makaron mit Frischkäse und Brombeeren. Bedeckt alles mit Zuckerguss. Legt dann die Brombeeren darauf und deckt es mit der nächsten Hälfte ab. Ein riesiger blauer Leckerbissen ist fertig. Den lila Makaron haben wir mit Schokoladencreme und Mandeln gemacht. Dekoriert es auch mit Mandelsplittern an den Rändern. Wie ihr bereits vermutet habt, besteht der grüne Makaron aus Zitronenquark und Erdbeeren.
Es ist ganz einfach. Tragt Zuckerguss auf, fügt Erdbeeren hinzu und legt wieder eine Hälfte darauf. Die süßen Riesen sind fertig. Die normalen Makarons können nicht mit dieser beachtlichen Größe mithalten. Jetzt macht euch bereit. Wir machen einen leckeren Mochi. Wir brauchen Sesam, getrocknete Kirschen, Nüsse, getrocknete Preiselbeeren, Rosinen, getrocknete Aprikosen, Maisstärke und Reismehl. Wir brauchen natürlich große Mengen. Die genaue Menge findet ihr in der Beschreibung. Fangen wir mit den trockenen Kirschen an. Mixt sie, fügt noch Preiselbeeren hinzu. Formt eine Kugel und verpackt sie mit Plastikfolie und kühlt sie. Verarbeitet dann die Nüsse. Verarbeitet die getrockneten Aprikosen und Rosinen mit einem Fleischwolf. Fügt dann die zerkleinerten Nüsse und Kirschen mit Aprikosen zusammen. Legt jetzt die andere Kugel in die Mitte. Machen wir beim Teig weiter. Mischt Reismehl mit Zucker, Wasser und Lebensmittelfarbe. Vermischt es gut. Gebt es dann 15 Minuten in die Mikrowelle. Der fertige Teig muss weich werden. Macht insgesamt 3 Portionen. Rührt es leicht um. Bestreut eine Silikonmatte mit Maisstärke und legt den Teig darauf. Rollt es etwas aus. Legt dann die Füllung auf den Teig und wickelt ihn ein. Fertig! Jetzt können wir unseren Maxi Mochi Leckerbissen essen. Hinterlasst eure Kommentare und Wünsche unten. Bis zum nächsten Mal.